Wenn jemand diesen Button, dieses Commitment, dieses Mikro-Commitment eingeht, dass er diesen Button Erstgespräch buchen klickt, dann würde ich ihn halt gerne gleich im Calendly haben, weil das ist das eigentlich das ultimative Ziel, was ich haben möchte. Was soll der dann bei mir auf der Kontaktwebseite, also auf der Unterseite Kontakt dann noch? Da ist dann irgendwie vielleicht nochmal ein Formular und nein. Das Maß an Kaltakquise, an nötiger Kaltakquise, so weitestgehend wie nur irgendwie möglich zu reduzieren. Ich werde hier mal ein bisschen aufzeichnen und versuchen, das darzustellen, warum das so wichtig ist. Also eins habe ich ja schon genannt. Also Interruption. Das heißt, du wirst einfach disrupted in deinem aktuellen Workflow. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema digitalisierte, die Feuerwehr. Ja. Heute geht es um das Thema digitalisierte und automatisierte Kundengewinnung. Semi-automatisiert und semi-digitalisiert. Ganz, ganz wichtig, denn viele sprechen immer von dieser Vollautomatisierung und dann gibt es einige noch komplett oldschool, die sagen, brauchen wir nicht. Gibt es ganz wenige. Aber im B2B und im Enterprise-Segment, wo wir für unsere Kunden unterwegs sind, ist Semi-Automatisierung und Semi-Digitalisierung das eigentliche Nonplusultra. Hier mal dazu ein Beispiel aus der Praxis, heute mir selber passiert. Wir haben nämlich noch, ja, tatsächlich bei Klein Marketing, wir haben zum Beispiel noch Klein Marketing Consulting, also noch ein paar ältere Webseiten, die sind schon teilweise 10 Jahre alt in der gleichen. Ja, wir sind dabei, die auch zu redesignen. Aber wir sind einfach sehr, sehr busy. Ja? Und das Geschäft läuft einfach super. Wir haben es ehrlich auch gesagt nicht nötig. Und auf der anderen Seite kommen dann immer wieder so Sachen zustande wie heute. Also, ich erhalte einen Anruf aus von einer alten Nummer, die ich eigentlich weggemacht habe, schon bei den ganzen neuen Seiten. Und die ist dann halt noch auf den alten Seiten irgendwo drauf, was wir mal vor 5, 6, 7 Jahren gemacht haben. Und erstmal so, okay, wer ist das und so weiter. Und die haben wir auch mit Absicht runtergenommen vom Impressum und so weiter, weil da ich dann auch mittlerweile immer mehr Spam-Anrufe bekommen habe. Das war der Hintergrund, ne? Aus Sicherheitsgründen noch. Und wir wollen eigentlich nur noch Calendly anfragen und eigentlich gar keine Telefonate mehr. Also wir wollen eigentlich gar keine telefonischen Anfragen mehr. Wir wollen auch keine E-Mail-Anfragen mehr. Egal, wenn der Kunde auch noch so cool ist, ich will, dass der sich über den Calendly einen Tag bei uns einen Termin bucht. Warum ist das so wichtig und warum ist das so essentiell? Rein aus Effektivitätsgründen, ja, weil da ist ein Prozess, ein ganz bestimmter Prozess dahinter. Okay? Wir sehen es immer wieder ganz besonders für unsere Kunden, ja, wo wir teilweise auch noch Old Economy sehr stark targetieren, also Maschinenbauer, you name it, Werkzeugbauer etc., wo letztendlich teilweise Leute dahinter sind, die noch gar nicht wirklich gewöhnt sind, mit einem Calendly-Tool umzugehen. Die wissen gar nicht, was ist das, was muss ich mich da irgendwie verpflichten, ja, und so weiter, wie funktioniert das überhaupt? Und dann kommen dann noch irgendwelche komischen Fragen, nachdem ich den Termin schon gebucht habe und so weiter. Ne? Also all diejenigen, die nicht in diesem ganzen ja, Youngster-Mainstream mit dabei sind, die sozusagen bei denen Calendly eigentlich schon als Standard gesetzt ist mittlerweile. Ne? So diese Agenturszenen und so weiter. Ne? Also alles so unter 30-Jährige, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und das ist eben wieder so ein Ding, das war wirklich ein valides Lead. Also wirklich, haben sich auch sofort einen Termin für morgen gebucht. Ein guter Vertriebler, der weiß noch damit umzugehen, auch wenn er jetzt einen unverhofften Anruf bekommt. Ja. Aber es ist Unterbrechungsmarketing letztendlich. Ja. Ich werde angerufen, auch egal wer das jetzt ist, auch wenn es noch so ein gutes Lead ist, noch so ein interessanter Neukunde für mich, für uns, für Klein Marketing. Ich werde unterbrochen, indem ich angerufen werde. Und das schmeißt mich aus meinem aktuellen Aktivität, aus meinem Workflow, schmeißt mich das raus. Das ist ja letztendlich auch bei der Kaltakquise so. Deswegen wird man ja auch, deswegen haben wir auch, tun wir auch unser Bestes, Kaltakquise so sanft zu machen, wie nur irgendwie möglich. Das heißt, Kaltakquise ist in vielen Fällen immer noch nötig, teilweise unverzichtbar. Aber man kann sehr viel machen, um zumindest mittel- bis langfristig, wenn man noch ganz am Anfang ist, das Maß an Kaltakquise, an nötiger Kaltakquise so weitestgehend wie nur irgendwie möglich zu reduzieren. Okay, indem man eben dann langfristig Content Marketing
und Sogwirkung aufbaut, Branding etc. pp. Und vieles, vieles mehr. Wir sind aber jetzt halt bei diesem Punkt, okay, warum ist es so wichtig? Wir bauen jetzt auch gerade wieder 2-3 Seiten für diverse Kunden, sind wir gerade dabei. Und da geht es auch wieder um das Thema, okay, wie funneln, also wie leiten wir einen potenziellen Interessenten, der uns irgendwie über Google findet. In dem Fall wurde ich auch über Google-Suche gefunden. Ja, ein uraltes, sozusagen eine uralte SEO-Position, wenn man das so nennen mag, bei der ich Nummer 1 bin. Ja, da geht es halt um Neukundengewinnung für IT-Security. Ja, bin ich seit 7 Jahren oder sowas, glaube ich, in Google-Suche irgendwie auf Nummer 1. Dann kriege ich halt immer wieder auch ein paar Anfragen mit einer sehr alten Webseite, die eigentlich schon längst Okay, wir haben aber so viele Aufträge, neue Kundenwebseiten zu redesignen, dass ich für meine eigene eben keine Zeit habe. Ne? Ganz einfach. Und ich werde hier mal ein bisschen aufzeichnen und versuchen, das darzustellen, warum das so wichtig ist. Also eins habe ich ja schon genannt. Interruption. Das heißt, du wirst einfach disrupted in deinem aktuellen Workflow. Ja? Also auch wenn es jetzt ein cooler Kunde ist, du wirst aus dem rausgerissen, was du gerade tust. Und wenn du schon sehr gut bist im Vertrieb, kannst du den relativ schnell einfangen. Und dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten waren wir so weit, dass ich eben gesagt habe, okay, alles klar, bitte aber über Calendly einen Termin buchen. Dann hat die Dame sich auch über Calendly innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten hatte ich den Calendly-Termin bei mir in der Inbox. Und da hängt eine ganze Menge mehr dran. Und ich werde jetzt in dem Video nicht komplett alles durchgehen können, aber ich möchte hier einfach nur mal das Thema Kalender. Wenn der Stift richtig funktionieren würde, wäre es cool. Vielleicht der schwarze. Also Kalender nochmal. Kalender. Der Stift, der schwarze geht. Oh, super. Also Kalender. Nochmal ganz kurz. Das machen wir mehr oder weniger Standard ist Calendly. Es gibt auch andere Tools. Man kann es auch quasi direkt, das zum Beispiel das Tool aus Pipedrive heraus nutzen. Man kennt das in Deutschland kaum jemand. Oder aus HubSpot und so weiter. Das sieht ein bisschen anders aus. Hat die exakt gleiche Funktion. Man kann dann am Calendly sozusagen, da hat man dann bis zu 10 Fragen, wenn man das Pro-Version, ich würde immer, also unbedingt das Pro, ja, das kostet $19 oder sowas, dann hast du verschiedene Funktionen, die unbedingt notwendig sind, also zum Beispiel Weiterleitung auf eine personalisierte Danke-Seite, ja, unter anderem auch die Funktion, dass du hier bis zu, ja, 10 Fragen, nachdem sich jemand einen Termin gebucht hat, noch dranhängen kannst, also zum Beispiel, wo stehst du aktuell, wo willst du hin, ja, und wie viel Budget bist du bereit auszugeben und so weiter, die typischen Fragen, die wir unseren Kunden stellen. Und ganz ehrlich, 10 Fragen sind jetzt nicht sehr viel. Ja, häufig reicht es gar nicht aus, je nachdem. Und dann müsstest du halt nochmal was dranhängen, sowas wie Jodform oder Typeform. Okay? Und viele von denen, die jetzt hier zuschauen, denen mag das alles schon sehr geläufig sein, aber glaub mir, vielen ist es überhaupt nicht geläufig. Die haben vielleicht sogar das Wort Calendly noch niemals gehört. Ja? Also ich kenne sogar einige Webdesigner, die sich bei mir immer wieder bewerben, die haben das Wort Calendly noch nie gehört. Ist tatsächlich so. Ja. Okay, also. Und das Wichtige hierbei ist, wie gesagt, wenn sich hier jemand im Calendly einen Termin bucht, gibt es gleich mehrere Sachen, die automatisch hier mit passieren. Das Wichtigste ist, dass der direkt bei dir im Kalender, also er hat Zugriff auf bestimmte Timeslots in deinem Business-Kalender, der wiederum mit deinem privaten Kalender auch verknüpft sein kann. Das heißt, du hast irgendwo den sogenannten, auch wieder hier so dieses gleiche Prinzip, Single Point of Truth, was bedeutet das, ist ein englisches Wort, das ist nicht, du hast irgendwo einen Hauptkalender, wir haben viele in Google oder Outlook oder was auch immer. Das heißt, du hast hier einen Hauptkalender und den verknüpfst du zum Beispiel mit Calendly. Und das kann Google sein, das ist eine native Schnittstelle in Calendly für Google, für Outlook, ja, und für noch irgendwas anderes. Und das bedeutet im Klartext, wenn der sich hier einen Termin bucht, 1:1 wird dieser Termin auch in deinem Google-Kalender gebucht oder in deinem Outlook. Teams, Outlook. Ja. Das heißt, über Buchungen oder über Überlappungen und du kannst dort verschiedene Dinge ein ganz normal, wie auch bei jedem anderen Kalender, kannst du sagen, okay, ich will nach jedem Termin
und vor jedem Termin eine Pufferzone. Ja, von zum Beispiel 15 Minuten. Die Dame heute zum Beispiel, die hätte auch sofort einen Termin buchen wollen wahrscheinlich, aber konnte sie nicht. Warum? Weil ich auch eine, das ist eine, sagen wir mal, stundenweise Pufferzone, man kann sich dort auch eine tagesweise Pufferzone ein, nach Belieben, ja, kannst sagen, grundsätzlich kann sich bei mir nur einer einen Termin buchen, 12 Stunden, mit einer 12-stündigen Pufferzone, ja, zum Beispiel 12 Stunden. Also mit anderen Worten, man kann sich heute keinen Termin für heute buchen, weil das wäre mir viel zu kurzfristig, ja, das ist viel zu stressig, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt quasi Kundenanfragen per Telefon oder per E-Mail entgegennimmst, das ist sehr akut. Also, verstehst du, was ich meine? Du bringst dadurch Ruhe in dein Business, in dein Tagesgeschäft, auch in deine Kundengewinnung, in deine Leadsverarbeitung und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere dann, wenn es bei dir super gut läuft. Ja, also viele haben das Problem, dass wenn es extrem gut läuft in der Lead-Gen, in der Lead-Generierung, also wenn sie viele Kundenanfragen bekommen, dass sie dann, sagen wir mal, unfassbar viel Stress aufbauen, weil sie die Prozesse nicht richtig dort haben. Ja? Dass sie quasi viel Chaos dann erzeugen oder einfach letztendlich nicht richtig funktioniert mehr der Laden, weil sie zu viele Anfragen haben. Das gibt es auch. Ja? Und das ist extremst kontraproduktiv. Ja? Du lässt da sehr, sehr viel auf der Strecke dann langfristig. Also du könntest ja auch statt 12 oder 24 Stunden könntest auch 3 Tage reinschreiben. Das heißt, es kann sich bei dir grundsätzlich nie jemand, zum Beispiel jemand möchte heute sich bei dir einen Termin buchen, heute ist Dienstag, könnte sich nie jemand bei dir vor Freitag einen Termin buchen. Und dadurch bringst du Ruhe in deinen Alltag. Und das geht eben über sowas wie Calendly. Ja, und das gehört zum Thema Semi-Automatisierung, ja, oder Semi-Digitalisierung. Denn den Call, den nimmst ja du dann per Zoom oder per Teams oder per Google Meet, nimmst du 1:1 wahr. Auch noch digital, aber 1:1. Aber diese ganzen Sachen hier, die sind vollautomatisch. Die stellst du einmal ein, für immer da. Ja? Dann die Synchronisation, das möchte ich hier nochmal mit Sync abkürzen und nochmal wirklich umrahmen. Das ist eines der Sachen, wo ich schon bei vielen größeren Dienstleistern auch gesehen habe, teilweise intern, aber dann auch mit Agenturen, extern, intern und so weiter, die dann irgendwie mit VPNs verbunden waren. Und die Synchronisierung zwischen der einzelnen Parteien, intern, extern, egal was, war teilweise einfach nicht gegeben. Das heißt, dass also allein die Terminierung, also die effiziente Terminierung, viele haben den Luxus gar nicht, dass sie zu viele Termine bekommen und zu viele wertvolle, qualitativ hochwertige Termine. Aber wenn du mal an dem Punkt bist, dass du sehr, sehr viele bekommst oder vielleicht sogar mehr, als du verarbeiten könntest, und dann hast du ja quasi so ein Overhead. Und bis du dann wieder die nächste Person einstellst, ist ja sozusagen gewisserweise wieder der Overhead. Dann stellst du die nächste Person ein, die nimmt den Overhead, dann ist die etwas unterfordert am Anfang und dann geht es wieder weiter und so skalierst du, ja, im Sales zumindest. Ja, da wirst du ja wahnsinnig, wenn du diese Tools halt nicht im Einsatz hast oder wenn du den Synchronisierung nicht richtig im Einsatz hast. Wenn du zum Beispiel grundsätzlich bei bestimmten Themen, das ist morgen auch wieder so, da haben sich 2 Geschäftsführer gleichzeitig im Termin bei mir gebucht, die müssen sich auch synchronisieren. Und wie gesagt, wenn nicht viel los ist, dann macht man das halt, ja, man spricht halt kurz und hat sich kurz synchronisiert auf WhatsApp oder was auch immer. Aber wenn du halt im Sales, ja, wenn da wirklich Power ist, wenn da viel los ist, da zählt quasi jeder kleine zusätzliche Prozess, ja, der nicht effektiv gemanagt ist und im Hintergrund nicht automatisch läuft oder halt einfach nicht effektiv, das summiert sich schnell. Ja. Und du kriegst dann sehr, sehr gestresste Leute und das ist überhaupt total ungesund. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast ja nichts davon, wenn deine besten Leute dann im Krankenhaus sind. Ne? Also, okay. Und nochmal, hier besteht auch die Herausforderung in diesem Enterprise-Segment. Ja, also meine Zielgruppe sind ja auch groß wie kleine Softwareentwickler, IT-Dienstleister. Aber für meine Kunden wiederum sind es häufig halt die sehr viel größeren Firmen. Und da ist halt dieses direkt buchen,
noch nicht so geläufig manchmal. Und dann nimmt man halt gerne, also viel, viel schneller ist einfach so, macht man einfach nur eine E-Mail, eine Telefonnummer. Jetzt stellt sich halt die Frage, okay, wenn ich jetzt das E-Mail und Telefonnummer nicht, ich würde es immer oben noch zur Möglichkeit darstellen, dass es auch genutzt wird. Auch wenn ich idealerweise alle bei mir über diese Tools haben möchte. Nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Ich würde mir immer beides zur Verfügung stellen. Ich habe auch immer wieder produktive Streitgespräche mit diversen Designern, die auch teilweise aus Konzernstrukturen kommen, die sagen, Calendly auf gar keinen Fall auf der Hauptseite platzieren, auf gar keinen Fall einen Link oder irgendwie einbetten oder sowas. Ja, einbetten lässt sich streiten, wo man das genau jetzt einbettet, ob man es gleich sofort oben einbettet und so weiter. Aber ich würde auf jeden Fall immer die Möglichkeit, einen Link irgendwo platzieren in einem Button, das Erstgespräch. Ich habe es zum Beispiel bei einer Webseite gesehen, die angeblich eine der besten Webseiten sein soll, da draußen, die sehr stark gepusht wird auch. Und da waren zwei Button above the fold und der eine Button ging ans Kontaktformular und der andere Button ging ans Calendly. Finde ich zum Beispiel nicht so super. Wenn jemand diesen Button, dieses Commitment, dieses Mikro-Commitment eingeht, dass er diesen Button Erstgespräch buchen klickt, dann würde ich ihn halt gerne gleich im Calendly haben, weil das ist das eigentlich das ultimative Ziel, was ich haben möchte. Was soll der dann bei mir auf der Kontakt-Webseite, also auf der Unterseite Kontakt dann noch? Da ist dann irgendwie vielleicht nochmal ein Formular und nein. Also generell, wir haben ja hier oben auf der Webseite die Telefonnummer. Ja, lässt sich streiten. Ich würde sie da lassen für Enterprise, ja, weil die Leute einfach nach wie vor noch oldschool sind. Aber anrufen ist halt einfach nicht das Optimale. Dann E-Mail. Okay, aber dann hast du halt auch den Button und Erstgespräch buchen, Book und dann eben zum Calendly. Und da ist halt, finde ich halt super wichtig, dass man das auf jeden Fall auf der Homepage auch schon zur Verfügung stellt, die Möglichkeit zur Verfügung stellt. Ja. Ich hatte von einigen Designern und Designerinnen immer wieder den Einwand, dass sie sagen, naja, so im Enterprise-Segment, da committen sich die Leute nicht so gerne sofort, so schnell, wenn sie zum ersten Mal auf der Webseite sind, dass sie hier gleich den Calendly-Link buchen und sofort sich einen Termin buchen. Sage ich ja und nein zugleich. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer oder beziehungsweise die durchschnittliche Wiederkehr, bis jemand einen Kalender vielleicht bucht, ist vielleicht 2 bis 3 Mal. Das heißt, es gibt ja nicht nur Erstbesucher auf meiner Homepage. Es gibt ja auch Leute, die zum zweiten Mal, zum dritten Mal vorbeischauen, mit denen wir vielleicht schon gesprochen haben, die vielleicht schon eine E-Mail erhalten haben. Ja, und also es sollte immer der Buchungsbutton immer da sein. So, wir gehen jetzt immer, also das maximal Online-Vertriebsziel ist also die Terminbuchung. Das war jetzt mal die Voraussetzung. Also darum geht es hier die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall auch nicht unterschätzen, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, dann ist der Sprung von E-Mail schreiben, Telefon anrufen, ein Anruf ist sehr viel Aufwand nötig. Ja? Oder sich im Kalender einen Termin buchen und ein Kontaktformular ausfüllen, ist fast, also von der Usability, und das würde ich mir letztendlich auch von jemandem, der UX, UI oder sowas ein bisschen Ahnung hat, ist der Termin, einen Termin sich aussuchen im Kalender der Person, mit der ich sprechen möchte, das ist fast noch, da ist die Hürde fast geringer als wie so ein Kontaktformular. Weil ein Kontaktformular, da weiß ich immer noch nicht so genau, okay, wohin geht das? Ja, wer erhält das und so weiter? Im Calendly, tja, da sieht das Ganze ganz anders aus, weil im Calendly habe ich hier ja die ganzen Tage, wo ich mir direkt einen Termin buchen kann und daneben steht der Name der Person mit Bild und Jobtitel und vielleicht noch was Schönes unten drunter, was der Typ macht und wie er sich schon auf dich freut. Und dann weißt du ganz genau, ich buche mir jetzt gerade mit dem Typen, der hat die Aufgabe,
Das ist ein Sales, das ist ein Key-Accounter, das ist ein IT-Spezialist für diesen, jenen Themen. Genau mit dieser Person buche ich mir hier gerade einen Termin. Das ist doch die Hürde, das Commitment, also die Hürde, das also zu tun, also das tue ich doch viel lieber und viel leichter, als wie einen anonymen Kontaktformular ausfüllen, wo ich gar nicht weiß, wer das bearbeitet, beziehungsweise wer das erhält, mit wem ich dann da, wer mich dann da zurückruft oder was. Das ist mal das eine. Das zweite, warum Calendly viel, viel mehr, besser und auch viel besser konvertiert als, und auch für uns viel besser ist, als wie ein Kontaktformular, auch wenn es vielleicht nicht so schön aussieht, wie so ein Kontaktformular, schön designtes Kontaktformular. Die Sachen, die in Kontaktformular hier reinkommen, ja, Name und so weiter, hier unten noch irgendwas reinschreiben und so weiter und so weiter, das muss ich ja auch wieder andocken. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel das Kontaktformular eines Active Campaign, eines Click-Tip-Tools da reinmache, okay, das ist so in Ordnung. Aber so ein Type 7 oder irgendwie so ein WordPress-Kontaktformular, dass ich dann wiederum anknüpfen muss, das ist ja wieder eine weitere Schnittstelle, Schwachstelle etc., Security und so weiter und so weiter. Warum dieser Umstand? Nur weil es besser aussieht? Ja. Termin. Okay. Es ist schon, also jemand, der sich bei dir im Kalender einen Termin bucht, das ist schon ein schönes Stück der Wegstrecke, bist du da schon gegangen. Und du willst ja Leute, also du musst ja dann quasi Zoom-Call oder Teams-Call-Applikation hochladen, aufmachen, dir die Zeit nehmen, dir vielleicht noch was Schönes anziehen, ja, weil das ist ja ein Video-Call und so weiter. Also wenn es dazu kommt, na, dann möchtest du ja quasi schon Leute haben, die möglichst committed sind. Das heißt, die 10 Fragen, die du dann danach schicken kannst, ja, beim Calendly, also die ganzen Vorfilterfunktionen, viel, viel mächtiger als wie so ein Kontaktformular. Und wenn du jetzt das Kontaktformular direkt aus dem E-Mail-Marketing-Tool sozusagen rausprojizierst, ist es noch okay. Aber wenn du das nicht tust, und es gibt noch einige, die das tun, die haben einfach nur ein Kontaktformular. Und dieses Kontaktformular, was da immer reinkommt, das kommt dann als E-Mail, diese Information, diese Anfrage kommt dann als E-Mail bei dir an. Das ist ja 1995, sorry. Also davon würde ich komplett abraten. Das ist überhaupt völlig unnötig, das noch auf deiner Webseite anzubieten, also so ein Kontaktformular. Keiner braucht, keiner ist für deine ganzen Workflows, für deine Prozesse ineffizient. Und ist auch eine Security-Schwachstelle, muss man dazu sagen, häufig. Also muss man mal schauen, dass es quasi up-to-date ist. Okay, das ist meine persönliche Meinung dazu. Und es gibt einige, die sind nicht meiner Meinung. Ist auch gut so, weil umso besser kann ich performen. Ja, wenn jeder das Gleiche machen würde, jeder die gleiche Meinung hat, dann hat man ja keinen Vorteil, ne? In den Dingen, die wir eben besser machen wie andere. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, cool. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt. Und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen.
auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor. Ich finde, was du super machst, ist, dass du sehr kommunikativ bist. Ich kann dich sehr gut erreichen. Das finde ich wirklich unglaublich wichtig tatsächlich. Und das finde ich, machst du fantastisch. Das habe ich bei manchen anderen Projekten nicht so gehabt. Da muss man super viel alleine machen. Egal, was ich brauche, ob es ein Udemy-Kurs etc., es wird mir gestellt. Das finde ich super und das finde ich auch sehr wichtig. Das heißt, ich fühle mich in dem Projekt sehr unterstützt von dir.